Wie beim Song der Gruppe Kraftwerk soll die Ausstellung Radioaktivität ab 18. Februar im Lienbachhaus eine Mischung aus toxischer Strahlung und der Wirkung des Radios sein. Das Cover von diesem Album Radioaktivität war der Volksempfänger, das heißt ein Radio. Und das Radio hat eben sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler beflügelt, weil es eben etwas kann, was andere Medien vorher schwieriger konnten, tolle Geschichten erzählen, ohne dass man sich so konzentrieren muss wie beim Lesen. Bei 2800 Aktivitäten zum Thema Kunst- und Kulturvermittlung ist das Lienbachhaus ganz vorne dabei. Neu in diesem Jahr sollen Führungen von Gehörlosen für Gehörlose sein. Ein Programm mitbestimmender Jugendbeirat soll wirken und Salon Franz für Senioren steht im Fokus. Mir ist es deswegen wichtig, weil das auch barrierefrei sein soll. Man soll sich auch dahin wenden können, wer weniger finanzielle Mittel hat. Und vielleicht kann es auch einen Beitrag dazu bilden, dass eventuell isolierte Menschen auch einen stärkeren Kunstzugang wieder haben. Haare als Glücksbringer und Stoßstangen finden sich in dieser Installation der indischen Künstlerin Sheila Gowda zusammen. Das ein hochsinnliches Werk ist, das über Farben, Düfte und soziale Probleme unserer Gegenwart reflektiert. Und diese Klänge im Kunstbau, das Popduo Mouse on Mars, soll ab 12. September mit einer Klanginstallation beeindrucken. Übrigens, wegen des Besucherandrangs ist die derzeitige Ausstellung Lebensmenschen, Alexei Jawlensky und Marianne von Werefkin bis zum 16. Februar, außer montags bis 20 Uhr geöffnet.